Immer mehr Versicherte nutzen die Möglichkeit, mit Extrabeiträgen den Rentenabschlag auszugleichen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit dem 01.07.2017 gibt es ja dank der Flexirente verbesserte Möglichkeiten, wie ich zum Beispiel, wenn ich mit 63 Jahren in Rente gehen will und den dort anfallenden Abschlag zurückkaufen kann. Und da gibt es ganz interessante Zahlen vom Versichertenbericht 2020 der Deutschen Rentenversicherung. Und die hat mal offengelegt, wie denn das eigentlich war vor ein paar Jahren, wie viele Versicherte da von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Im Jahr 2014 hatten wir gerade mal 1000 Versicherte, die zu den damaligen Bedingungen den Rentenabschlag zurückgekauft haben mit den Beiträgen oder mit den Sonderbeiträgen nach § 187a SGB VI, Sozialgesetzbuch Nr. 6. Im Jahr 2016 waren es schon 4500 Versicherte. Und bis zum 31.12.2018 sage und schreibe 17.100 Versicherte, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Und die Gesamtsumme der Extrabeiträge im Jahr 2018 betrug knapp 291 Millionen Euro, die also sozusagen entweder die Versicherten selbst oder in Kombination mit dem Arbeitgeber in die Rentenkasse eingezahlt haben. Und ich gehe auch davon aus, dass sich diese Zahlen deutlich erhöhen werden 2019, 2020, vielleicht auch bedingt durch die Corona-Krise. Nochmal ganz kurz zu den Gründen. Es ist zum einen, der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 die Regelaltersgrenze nach oben gesetzt, und zwar vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr. Und der zweite Grund, das ist die steuerliche Absetzbarkeit dieser Sonderbeiträge, die wirklich dazu führen können, dass man hier effektiv Steuern sparen kann. Dazu werden wir zu diesem Thema steuerliche Absetzbarkeit dieser Sonderbeiträge werden wir noch mal ein Video drehen. Wer dieses Jahr noch diese Sonderbeiträge zahlen will, der muss wissen, dass ich den steuerlichen Vorteil nur dann nutzen kann, wenn ich bis zum 31.12. diesen Sonderbeitrag in die Rentenkasse eingezahlt habe. Es gilt das sogenannte steuerliche Abflussprinzip. Das heißt also, ich kann nur das geltend machen in dem Jahr 2020, was ich auch wirklich in diesem Jahr an Ausgaben getätigt habe, und nicht so nach dem Motto, ich zahle es im Jahr 2021 rückwirkend für 2020. Das geht nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.